Ich glaube, ich habe was für dich. Was ist? Sind wir im Geschäft? Doppelläufige Schrotflinte. Habe ich genug dabei? Sorry, Mann. Ich habe nichts zu verschenken. Das ist ja echt uncool. Dann bin ich den ganzen blöden Weg umsonst gefahren. Jetzt wirklich umsonst. Bis auf die eine Kleinigkeit, die ich da mir gekauft hatte. So, jetzt geht's erstmal zum Arzt. Das ist mir jetzt zu blöde. Der verkauft wahrscheinlich eh nur Mist. Na, komm. Ich glaub's ja nicht. Da denkt man einmal, man könnte hinten rum sich zum Arzt schleichen und dann funktioniert das nicht. Na, dann reden wir doch mal mit dem Kerl, was der anzubieten hat. Vielleicht ist es ja doch interessant. Ja, die hier könnte dir gefallen. Magnum-Munition. Nein, kein sorry. Bedarf. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Eventuell hatte ich mir überlegt, dass ich mir hier gleich ein Zimmer besorge. Entschuldigung, Sir. Damit ich zum Beispiel schon mal was in Jersey habe. Oh ne, warte, falsch. Immer noch. Was? Hä? Ist auch falsch? Wo ist denn bitte hier der Arzt? Ist mich doch schon vorbeigelaufen. Hm. Wieso wollen die. Doch, da ist doch ein. Ah, da haben wir es doch. Nein, erstens platzieren wir ein wenig Dynamit. Dann laufen wir der Schwester hinterher. Dann explodiert es. Sie melden mich doch nicht bei der Gesundheitsbehörde, oder? So, das war's. Kommen Sie wieder, wenn die Schmerzen zurückkommen. Nein, ich, Gesundheitsbehörde muss nicht sein. Nee, nee, nee. Ich brauche euch Quack selber noch. Gut, dann würde ich doch mal versuchen, ein die Corleones brauchen ihr Auto. Hotel aufzutreiben. Was haben wir denn da? Wir haben sogar mehrere. Was ist denn hier? Okay. Ich würde doch mal sagen, dann nehmen wir hier unten das von den Solozzo, Salut, wie auch immer. Ist nur die Frage, wo ich hier lang muss, tatsächlich. Ob ich da jetzt gerade leicht verwirrt bin. Ah, doch, ich habe eine Idee. Hier lang? Ja, genau da lang. Und jetzt hier links, dann nochmal scharf links und dann sollten wir da sein. Tatsächlich ein Hotel und kein Motel. Sehr schön. ...120 Respekt. Gut, ich habe auch beide gleichzeitig umgenäht. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht zwischen zwei Autos zerquetschen. Das war wohl eher deine Schuld. Schick dann Waffe raus. Interessanterweise sind hier nie Leute. Okay. Ziemlich mittig unter dem E. Hm. Die wollen einen auf jeden Fall schon mal nicht. Nein, ist für mich keine Antwort. Ah, Schwachstellenbonus, da haben wir's. Auch wenn es jetzt 100 Dings gibt, aber dürfen wir auch noch ein bisschen Druck aufüben. Was wollen Sie? Oh, die Schritte sind natürlich jetzt auch wieder ein bisschen großzügig gesteckt. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, erkennen Sie sich nicht wieder. So rennt es ein bisschen, damit ich da nicht so lange warten muss, bis es dann unter dem E steht. Glücklicherweise geht das recht schnell. Muss vorsichtig loslassen. Los, reizen Sie mich! Irgendwie waren das, bin ich doch der Meinung jetzt, unter dem E, da hätte man noch. Da kann man noch weitergehen. Das sind nämlich 1000. Was? 1200?
Ja, 1200 nehme ich doch mal an. Für 1000. Oh ja, ja, für mehr reicht's nicht. Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie Jahre, um alles wieder zusammenzuflicken. Alles klar, Mann. Ihr kriegt euren Anteil. Ich hab mir gerade den Zeh ein bisschen gestoßen. Mehr oder weniger. Autsch. Okay, dann eine Etage hoch. Und dann gucken wir mal nach meinem Zimmer, wie viel das kostet. Ich hoffe mal. Verdammt. Wo kriege ich denn jetzt bitte noch 5060 Dollar her? Das ist echt ein Problem. Ich sollte besser speichern, von daher. Drückst du jetzt ab, oder? Okay. Ich hätte es vielleicht aus dem... So läuft das nicht. Hilfe! So. Okay. Verdammt. Okay. Ich das, So, steh wieder auf. Dankeschön. Nachladen. Interessante Sache. Traust du dich nochmal raus? Okay, da hinten ist noch einer. Okay, den hat's erwischt. Die Frage ist, ist da hinten jetzt noch einer drin? Ich hoffe mal nicht. Ansonsten könnte das eine böse Überraschung geben. Allerdings wäre ich dann nur tot. Was eigentlich ganz okay ist. Oh. Mittig unter dem G, das ist doch schon mal was. Die Frage ist jetzt, hat er eine Schwachstelle? Es wird nur noch schlimmer. Oder die Frage ist, finde ich die Schwachstelle? In 10 Sekunden sind sie tot. Ist das eine Schwachstelle? Also nicht. Das ist auch keine Schwachstelle. Sachbeschädigung dann, aber ich habe gerade nichts zum Sachbeschädigen. Läuft ja keine Kasse rum oder sowas. Blöde Sache. Ich würde in den Safe springen. Ach doch, das geht noch. Oh doch, ich habe doch noch Dynamit dabei. Ich dachte, ich hätte nichts mehr dabei. So, ich hoffe mal, du gehst weit genug in Deckung. Ich gehe lieber mal aus dem Raum. Nochmal 5 Druck. Aber irgendwie hat der keinen. Was noch gehen würde, wäre, wenn ich ihn... Nee, das lasse ich lieber. Ihn jetzt nochmal zu schlagen wäre... Ja, grob fahrlässig. Weil er dann ziemlich sicher nah am Tod wäre und das wäre uncool. Reicht. Dann ich bin einverstanden. Gucken wir doch mal, was wir aus ihm rauskriegen, auch wenn wir keinen Schwachstellenbonus haben. Für den Moment zumindest. Wow. Es gibt ja mal richtig viel hier. Wenn halt echt so weitergeht, könnten halt fast 4000 werden. Ah, eher nicht. Aber das sind auch. Sind mehr als 3000. Oh, 3100 sollten wahrscheinlich das höchste jetzt sein im Moment. Ich habe ja nicht die Schwachstelle gefunden. Sind Sie gefunden. Ein Spieler? Wie kommt es, dass Sie den Kollegen vielleicht nicht 3,5. Okay, ich habe verstanden. Ich mach's. Sehr interessant. Ich hätte jetzt gerne auch die Schwachstelle von ihm gefunden, aber da war eben nichts gerade. Da war gerade einfach nichts. Ich meine, ich habe jetzt einen Kunden erschossen. Das ist ja dann
eigentlich schon die Obergrenze. Ich habe ihm in den Fuß geschossen, wohlgemerkt. Und das hat ihn dann auch nicht sonderlich geärgert. So ein Mist. Jetzt fehlt mir nur noch minimal was. Komm schon. Was soll ich denn dafür machen? Irgendwelche Gangster auf der Straße überfahren? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die lassen ja immer dann Geld liegen. Interessante Idee. Karte. Nee, warte. Zurück, genau. Da muss ich. Ah, okay. Da kann ich dann wohl. Am nächsten Laden von denen mal ein wenig versuchen, die über den Haufen zu fahren. Wenn denn da wieder welche auftauchen. Na? Jo, den habe ich erwischt. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch töten, genau. Komm mal plus 5, wenn bitte. Alter. Na, komm schon. Ach, verdammt, ich dachte, ich hätte ihn. Okay. Dieses Mal krieg ich ihn noch. Stimmt. Ah, der ist flink. Der Kerl ist ziemlich flink. Aber jetzt habe ich ihn. Schönerweise sind jetzt alle tot. Es schießt keiner auf mich. Deswegen. Es wird einen Moment dauern, bis ich das mit dem Kleingeld da zusammengetrieben habe. Aber normalerweise müsste es ganz gut funktionieren. Ich krieg dadurch natürlich gut mehr Vendetta-Wert. Das ist natürlich dann blöd. Allerdings bekomme ich dadurch auch wieder Respekt. Und das ist dann auch wieder gut, weil dann steige ich da in meinem Level ein bisschen besser auf. Oder schneller, als ich das, wenn ich das nicht machen würde. Friseursalon. Sehr interessant. Naja. Fetzig Respekt. Aha. Da hinten versteckt sich also noch eine. Oh, tut mir leid. Habe ich den jetzt komplett? Oh, ich habe ihn komplett erwischt. Ja, 70. Das ist doch schon eher nach meinem Geschmack. Dafür hat der nichts fallen lassen. Aber die 70 waren doch schon mal gut. Was ich mich jetzt frage, der Friseur, hat der noch wen hinten im Hinterzimmer? Anfang vom Haar, also wenn's... Ich bin nur ein Friseur. Vielleicht kriege ich das ganz gut hin. Oh, Anfang vom Haar, das ist gut. Dann platziere ich ein wenig Dynamit, damit ich dann... Das erhöht noch ein wenig den Druck. Ich krieg noch ein wenig Geld. Und habe fast schon alles zusammen. Anfang vom Haar also. Das freut mich, dass ich das schon weiß. Allerdings... Ich würde sie nur ungern töten. Das bis zum Haar auch noch ein bisschen schneller. Na, komm schon. Ich meine, jetzt kriege ich nochmal 2000 vielleicht. Ja, sogar eventuell mehr als... Sieht fast aus, als wären es mehr als 2000. Doch ja, mehr los, als 2000. Sehr interessant. Moment. Na? So, das war jetzt fast schon zu viel. Ich wäre untröstlich, wenn Ihnen etwas zustieße. Jetzt bekomme ich ein Zimmer. Sie sind sehr überzeugend. Überredet. Sehr schön. Jetzt kriege ich noch die 2100. Jupp. Freut mich, Sie zu sehen, Sir. Das bedeutet, ich habe ein neues Zimmer. Yay. Jetzt habe ich sogar eins in... Ach shit, wie hieß die Ecke noch? Beverly Hills? Nee. Das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Scheiße,
Ich fühle mich gerade irgendwie blöd. Wie heißt diese Stadt hier? Mist. Ja, Versteck kaufen. Sehr schön. Danke. 7000 Respekt. Hoho.